IPC Apex Expo, ein Begriff, mit dem die meisten erst einmal wenig anfangen können. Dabei geht es bei dieser Veranstaltung hier um Technologien, ohne die nahezu alle technischen Errungenschaften der Neuzeit nicht möglich wären. Bei dieser jährlich stattfindenden Fachmesse mit begleitendem Kongress trifft sich eine Branche, die sich mit Technologien zur Konfektionierung von Elektronik sowie deren Prüfung beschäftigt. Und neben dem umfassenden Kongressangebot gibt es auch im Messebereich interessante Foren und Vortragsangebote, die von Ausstellern und Besuchern gleichermaßen genutzt werden. Mehr als 350 Aussteller zeigen im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas auf einer Ausstellungsfläche von 10.500 Quadratmetern ihre aktuellen Angebote und Lösungen. Das ist ein Zuwachs von 10% zum Vorjahr und ist ein Full House für den Veranstalter. Auch die Besucherzahlen folgen dem gleichen Trend. Rund 8% mehr Teilnehmer haben sich registriert. Das sind über 7000 Fachbesucher aus mehr als 50 Ländern. Das zeigt die internationale Bedeutung dieser Veranstaltung, die dieses Jahr mehr als 250 Neuvorstellungen zu bieten hat. So sind denn auch viele international bekannte Aussteller vertreten und es zeigt sich wieder einmal, dass viele davon sogar aus Europa kommen und an nicht wenigen Messeständen wird auch Deutsch gesprochen. Darunter sind natürlich Global Player und Marken wie Henkel, Heraeus und Siemens. Aber auch der TÜV Rheinland darf nicht fehlen. Nicht weniger interessant sind die vielen mittleren Firmen und Hidden Champions ihrer Branche, deren Spezialwissen überall gefragt ist. Darunter zwei Aussteller wie Bürkle und die Schmidt Group, deren Ursprung in Freudenstadt liegt. Oder Schleunige aus Radevormwald und viele andere mehr. Einen richtig großen Auftritt hat Viscom, ein Unternehmen aus Hannover, das weltweit einen Namen hat, wenn es um Inspektionssysteme für die Elektronikindustrie geht. So ist das Resümee der meisten Teilnehmer sehr positiv. Einziger Wermutstropfen für einige, die diesjährige Veranstaltung findet das letzte Mal im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas statt. Künftig wird sich die Branche im kalifornischen San Diego treffen. Dann wird neben der Konfektionierung von Elektronik auch das Thema gedruckte Schaltungen eine wichtige Rolle haben. Man darf also gespannt sein, was der Umzug bringt.